Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Ja, heute ist wieder Fußball. Eigentlich habe ich ja gesagt, gegen Wolfsburg bin ich da, aber ja, ich habe heute die Chance, gegen Heidenheim auch hinzugehen. Bin aber auf der Westtribüne, also auf der gegenüberliegenden Seite, weil man muss das Spiel ja auch mal von der anderen Seite sehen. Ja, mein Outfit. Viele fanden das Video gut. Danke auch für die Likes und auch für die Kommentare. Und auf der Arbeit habe ich von einer Arbeitskollegin doch den Hinweis bekommen: Zieh doch bitte ein Trikot an. Ja, gut. Tada! Ja, ich bin nur ein bisschen abergläubisch. Gegen Mainz am 27. Mai war ich auch im Stadion mit Trikot. Habe ich mir so gedacht, naja, gehst du gegen Köln mal ohne Trikot hin, dann haben sie gewonnen. Aber okay, man darf es sich ja mit den Leuten auf der Arbeit nicht verscherzen. So, ja, dann wollen wir mal, ne? Hinter mir ist ein Bagger. Ja, ist symbolisch, weil die BVB-Spiele sind doch eher Baustellen aktuell. Da geht noch einiges. Sorry Leute, 2-2 gegen Heidenheim. Heidenheim, habt ihr gut gemacht. Ja, Glückwunsch an Heidenheim. Den Punkt mehr als verdient. Borussia Dortmund. Oha. Aus
Fansicht muss ich anders reden, weil ich bin ja hier auf dem YouTube-Kanal, da muss ich es ein bisschen anders machen. Nee, geht nicht, sorry. Schönes Morgen. Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Eine Analyse war gestern nicht mehr so möglich, weil man einfach erstaunt war, wie der BVB sich das Spiel aus der Hand hat nehmen lassen in der zweiten Halbzeit, und Heidenheim hätte ja sogar noch gewinnen können. Und die Heidenheimer haben es wirklich gut gemacht, Respekt davor, aber mit dem Anspruch, den der BVB hat, Okay, ich hatte noch ein kleines Highlight vorm Spiel, da konnte ich den Borussen Bernie treffen. Den Podcast von ihm, oder nicht den Podcast, sondern seine Beiträge, lege ich euch auch mal ans Herz. Pöhler Vorschau, Borussen Bernie, viele werden es bestimmt kennen. Und auch den wöchentlichen Podcast von den Vorstoppern mit Michael Schulz und Matthias Scherf. Oder in Vertretung, wenn er im Urlaub ist, lege ich euch auch mal ans Herz. Einfach mal reinhören, ist immer sehr lust. Ja, dann schönes Wochenende, und ich guck mal, ob ich das mal so ein bisschen so weitermache.